Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Operation Portal Recon. Als allererstes, wie immer, die Statistik. Daran könnt ihr sehen, dass ich außerhalb der Videoaufnahme keine anderen Portale bewertet habe. Und dann kann es eigentlich auch schon sofort losgehen. Irgendwann. 1000 Jahre später. Nein, doch nicht. Genau, in der Ecke eine Statue. Ich finde, das ist ein Portal. Kann natürlich ein Privathaus sein. Weshalb es wahrscheinlich von allen anderen abgelehnt wird. Aber wir sehen, wir schauen uns das noch genauer. Oh. Stiftskirche. Ist das in der Stiftskirche? Dann wäre das natürlich was anderes. Aber das wird halt schwer sein, das zu erkennen. Ich muss, glaube ich, eh dann was anderes bewerten. Also. Maria in the Corner. Ja, der Titel ist okay. Kulturell, ja, optisch einzigartig. Ja, sah mal anders aus als alle anderen, die ich sonst so kenne. Leicht unscharf hier an der Ecke. Kann sein, dass es da drin ist, kann ich aber nicht beurteilen. Ich kenne andere Leute, die das besser beurteilen können, die wirklich ab und zu in Baden-Baden unterwegs sind, aber ich kann mich an diese Ecke, an diese Ecke nicht erinnern. Wo ist denn das genau? Da ist die Kirche. Aber ist das die Kirche? Nee, keine Ahnung. Sicher erreichen? Ja, ich denke schon. Fußgängerwege wird es dort geben. Es ist nicht nur Straße. Und das ist eine Statue. Eine Bearbeitung. Cooles Bild. Noch cooler wäre gewesen, das noch weiter von weiter unten zu fotografieren, sodass man nur das Gestänge sieht. Das wäre cool. Okay, Dillingenbrunnen. Oder Le Dux Camarades nach der Schicht. Okay. Und dann auch noch eine Beschreibung. Stahlkunstwerk von irgendein. Okay. Ah, Dillingen ist der Ort. Übrigens ist der gar nicht in Frankreich. Das ist Deutschland. Okay, also Deutsch, das darf das ruhig mal Deutsch sein. Wobei mir dieser Titel besser gefällt. Auch wenn das Französische hätte man weglassen können. Aber Dillingenbrunnen, finde ich, passt eigentlich gar nicht. Weil der Ort heißt so und Brunnen, ja toll. Das Ding hat auch einen Namen meistens. Man muss sich halt nur informieren. Also ich würde sagen, es ist einfach das Zweite. Ich denke, da hat sich schon einer etwas informiert und sich nicht irgendwas ausgedacht. Eine Passage. Unternehmen allgemein könnte man das ablehnen, ne? Glaube ich. Wie waren das? Portalkriterien hier, Unternehmen allgemein. Was stimmt das dann auch? Oder haben mittlerweile solche Passagen einen Kulturwert? Das ist eine gute Frage. Ich gehe nochmal auf Hilfe. Lassen wir uns nochmal hier, also interessante Geschichte eines Ortes, nein. Schild mit lehrreichen Informationen, nein. Historische Bedeutung, vielleicht, wenn man es genau nimmt, sterben uns diese Einkaufspassagen langsam aus und früher gab es die gängig oder so. Also wenn man lang genug rumspinnt, findet man bestimmt irgendeinen Grund. Es ist keine Kunst oder na, einzigartige Architektur, eigentlich jetzt auch nicht unbedingt. Ein verstecktes Juwel oder ein total bekannter Ort. Oh, da bin ich jetzt gespannt. Steht hier noch irgendwas Interessantes? Nö, Attraktionen, Touristenattraktionen. Nee, nicht wirklich. Es ist kein öffentlicher Park, keine öffentliche Bibliothek. Und dass Discord mir dann trotzdem hier irgendwas anzeigen muss, war jetzt unnötig. Durchgangsstation, nein.
Kandidat von niedriger Qualität. Genau, das ist es nicht. Es sind auch keine Feuerwehr, keine Polizei, keine Krankenhäuser, kein Militärstützpunkt. Es ist dauerhaft, es ist kein Naturdenkmal. Taucht ja einfach nicht auf, würde ich jetzt einfach mal sagen. Es ist kein falsches Bild. Nö, dann kann ich irgendwie das nicht beurteilen. Dann fällt mir nichts dazu ein, einfach zu sagen 3 Sterne, weil ich einfach keinen Plan habe. Ich weiß, dass solche Portale schon oft angenommen worden sind, aber wie das jetzt aktuell aussieht, weiß ich jetzt ehrlich gesagt nicht. Titel. Ich sag einfach, weiß ich nicht, weiß ich nicht, weiß ich nicht. Hier gibt es eigentlich schon genug. Die Passage braucht nicht unbedingt hier. Die Passage hat ja quasi schon 2 Portale. Das wäre eigentlich auch okay. Dann ist der Standort quasi auf das Gebäude gerichtet. Oder ich kann es nicht beurteilen. Kann auch das Vordach sein, ja. Aber ist das der Haupteingang? Wäre ja eigentlich schöner, wenn es der Haupteingang ist. Aber naja. Kann ich ja nicht viel zu sagen. Also 3 Sterne dafür, sicher erreichen an der Stelle. Bei allen anderen habe ich immer gesagt, ja, ist so. Und ich würde sagen, dann ist das hier auch so. Und dann schicke ich das ab. Soll jemand anders das doch bewerten? Es ist ja keine Ablehnung. Einheitsgemeinde Greifenthal. Das steht auf der Tafel drauf, ja. Ich glaube, hier unten drunter stehen auch einige lehrreiche Informationen. Also annehmen. Titel, kulturell, optisch einzigartig. Hier gibt es nichts anderes. Jetzt kommt es nur noch drauf an, steht das Ding auch da? Ich kann im Hintergrund ein Gebäude sehen mit gelb-orangener Wand und ein sehr dunkles Dach. Schade. Leider kann man hier die Wandfarbe nicht erkennen. Also kann ich das nicht beurteilen. Ich denke auch nicht, dass man das Ding hier irgendwie sehen kann. Meistens sind diese Tafeln immer zu klein. Oder der Standort ist definitiv an der falschen Stelle und deswegen finde ich es jetzt dort nicht. Kann man das sicher erreichen? Ja, das denke ich schon. Dann gebe ich noch an, dass es Informationen sind. Und ab zum nächsten. Das war jetzt aber, glaube ich, erst. Ja, okay, 4. Okay. Oh, eine Diddelmaus. 90er Jahre. Ach, das ist eine Bearbeitung. Oh, das ist aber nett. Oh je. Das ist aber schwierig. Also, die haben eine Garage. Das richtig sehe. Und die werden wahrscheinlich auch eine Garage haben. Hier kann man nicht mehr näher ran. Oh, das Satellitenbild ist echt grausam. Keins. Wenn sich zwei streiten, sagt der Dritte, ich weiß es nicht. Ich kann euch nicht helfen. Quasi. Na gut. Siegelbacher Mühle. Das Bild ist leider ziemlich schlecht, muss ich ehrlich sagen. Also, es steht aber drauf, ja. Aber was ist das? Gehen wir wieder Richtung Restaurant oder wie? Also, ich denke, das ist ein Ort, an dem man essen kann. Eine Art Restaurant. Ach so, aber ob Restaurants angenommen werden sollen, da bin ich mir irgendwie nicht ganz schlüssig. Bewerte das jetzt alles mit 3 Sternen. Achso, ob der Ort stimmt, das kann ich eventuell tatsächlich sogar erkennen, vielleicht. Oh je. Wenn man das Ding dreht, dann erkennt man quasi gar nichts mehr. Ich glaube eher, dass sie da hinten steht. Ich lasse es bei 3 Sternen. Da wäre sogar tatsächlich hier so eine Art Biergarten. Da sind sehr, sehr viele Schirme. Da hätte ich jetzt eigentlich den Standort vermutet, aber ich kann es halt nicht sagen.
Sicher erreichen, denke ich auf jeden Fall. Ich gebe einfach Restaurant ein, weil Bistro gibt es ja wahrscheinlich nicht oder sowas. Vielleicht heißt es auch anders. Falsch übersetzt und so. Restaurant in Deutsch, weil in Deutschland oder so. Auch wenn da vielleicht griechisches Essen gibt. Das weiß ich alles nicht. Und werde jetzt das auch nicht nachschauen. Habe ich das. Ich glaube, ich habe es verpasst. Macht ja auch Sinn, weil ich suche Deutsch und nicht Germany. Aber das vergesse ich oft. Hasenliebe. Okay. Jetzt gibt es auch einen Shop zu wachsenden Marke Hasenliebe. Aha. Und die Marke muss ich jetzt kennen, oder wie? Und vor allem, was ist denn das für ein komisches Bildformat? Das ist echt merkwürdig. Also ich finde es irgendwie. Es ist kein 16 zu 9 oder so. Also Querformat. Weiß nicht, es sieht komisch aus. Geschenke, Kinderschuhe, Accessoires. Laden der schönen Dinge. Da könnte man jetzt sagen, Unternehmen allgemein. Ich wüsste jetzt nicht, warum man das annehmen müsste. Da ich aber, ich bin eher jemand, der ungern neu rollt. Grüße an Marco. Schauen wir uns das doch mal ein bisschen genauer an. Also sagen wir mal, wir würden uns Gedanken machen, ob das Pokémon-technisch irgendwas bringen würde. Würde ich sagen, nö, weil dieses Portal hier Grabsteine viel zu nah dran ist und deswegen glaube ich eher weniger, dass es was bringt. Aber ich lehne es ja auch nicht ab. 3 Sterne ist keine Ablehnung. Steht, glaube ich, irgendwo. Hatte ich, glaube ich, schon mal gezeigt. So, aber ist das jetzt der Laden? Kann man das vielleicht erkennen? Damit man wenigstens da eine 5-Sterne-Bewertung geben kann. Schwierig zu sagen. Man sieht ja von dem ganzen Haus nichts. Nö, 3 Sterne. Sicher erreichen, ja. Fußgängerweg ist da. Und gerade noch mal Unternehmen. Ach, ich weiß nicht, wonach ich suchen soll. Mode? Nein. Laden? Nein. Shop? Englisch? Man könnte ja Glück haben. Nee, keine Ahnung. Wissen nicht mal, was ich da angeben soll. Daher sehe ich da wenig Chancen für. Lehrreiche Infotafel. Natürlich. In Brühl. Gerade noch mal nachschauen. Nee, Tafel ist noch nicht vorhanden. Das ist kein Duplikat. Ich kann erkennen, dass die andere Tafel anders aussieht. Titel, kulturell, optisch einzigartig. Oh, hat sich hier jemand die Mühe gemacht und vielleicht dafür gesorgt, dass man das Ding hier sehen kann? Ja! 5 Sterne. September 2018. Wow, wenn das Portal so lange ungefähr drin ist, dann ist es übel. Informationen. Oh, jetzt muss ich aber nochmal nachgucken. Hab ich. Oh, noch zwei. Okay, noch zwei. Noch zwei. Ah, das könnte interessant sein. Kaiserberganlage. Gehege für Luchs und Wildkatze, die früher auf dem Kaiserberg heimisch waren. Das ist ein Gehege. So eine Art Zoo zum Aufziehen von Luchs und Wildkatze, damit die weiterhin noch bestehen. Dann würde ich sagen, dann ist es ein Portal, wenn man das so sehen darf. Vielleicht ist es ja auch ein Zoo. Nee, es ist ein Zoo. Theoretisch könnte man es, glaube ich, sogar auch ablehnen.
Weil, wenn man jetzt mal hier Ort guckt, unter Ort gab's, oder wo war denn das nochmal? Da, vorübergehende oder saisonale Einrichtung. Obwohl, nee, ein Zoo ist dauerhaft. Nee, nee, nee. Ich würde sagen, ja. Auch wenn der Zoo schon Unmengen an Portale hat. Wie heißt denn das hier? Wüstenschiff. Hier steht schon was über den Luchs und auch schon was über die Wildkatze. Also, theoretisch könnte man jetzt tatsächlich hingehen und sagen, dass es trotzdem ein Duplikat ist. Weil die beiden Tiere sind hier schon da, also die Infotafeln, und das ist eigentlich völlig ausreichend. Schauen wir uns das nochmal genau auf der Karte an. Ja, das ist sehr nah an einem anderen Portal eigentlich schon, könnte man sagen. Es sind unter 20 Meter sogar. Natürlich kann es sein, dass es eine andere Zelle ist und dass es dann trotzdem ein Pokéstop wird. Und es sieht irgendwie weitläufig aus. Aber deswegen, ja gut, ich werde es deswegen jetzt nicht anders bewerten. Titel, kulturell, optisch einzigartig, ja, okay. Die Hütte sieht jetzt nicht so ultra krass aus. Es ist eine Hütte. Also der Eingang zum Gehege, um es mit anderen Worten zu sagen. Den Standort kann ich aber trotzdem hier nicht erkennen. Vielleicht auch einfach 4 Sterne. Ich würde dafür 4 Sterne geben, weil ich weiß, dass es im Zoo ist. Sicher erreichen auf jeden Fall. Kann man hier eigentlich Zoo angeben? Habe ich noch nie ausprobiert. Ah, tatsächlich. Zoo. Aber klar, wenn es nach Niantic geht, pro Zoo wahrscheinlich nur ein Portal. Also ist das schon total verkehrt. Aber ich bin halt so gnädig. Eine Statue im Haus von was auch immer, Innenstadt Dresden. Oh, die sieht aber doppelt aus. Goethe-Statue. Da steht aber König Kurt. Moment, ich muss die mal vergrößern. Okay, du bist Goethe. Und du bist vielleicht jemand anders. Ah! Ja, das ist die letzte. Nochmal nachschauen, die Scheiße, die sehen ja total gleich aus. Einfach Kurt? Hey, das sind dieselben. Verarsch mich doch nicht. Also für mich ist das ein Duplikat. Die sehen total gleich aus. Startseite. Ich bin über die Historie so gespannt gewesen. Deswegen habe ich gedacht, ich mache nochmal ein Video. Wow. Hohe Zahlen, einfach nur, weil es dieses Update oder Upgrade, das Update für OPR geben soll. Aber aktuell nicht für Europa. Trotzdem wird richtig viel bewertet. Bin gespannt, ob sich das, wie das dann das Ganze aussehen wird und wie sich das wirklich, also wie das dann wirklich aussehen wird, weil man hat, ja, man hat zwar schon Screenshots, also ich habe schon Screenshots gesehen, aber ja, aber leider noch kein Screenshot, wo dann jemand sein eigenes Portal dann markieren konnte. Von wegen, hier, ich möchte ein Upgrade auf dieses oder jenes Portal, was ich mal eingereicht habe. Das wird interessant. Das wird wahrscheinlich noch ein bisschen dauern, bis es zu uns kommt. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Bitte hinterlasst mir eine Rückmeldung, wie immer. Bis zum nächsten Mal.